haben heute wieder einen neuen Tag. Der erste richtige Tag hier in Paraguay. Also, wo wir schon in unserem Zuhause sind. Der allererste war ja die Fahrt und jetzt der erste Tag in unserem neuen Zuhause. Ja, wir haben versucht, es uns hier so einigermaßen ein bisschen einzurichten. Ich war heute Morgen einkaufen, habe das Nötigste an Lebensmitteln und ja, Hygieneartikeln gekauft, was ich brauche. Die Geschäfte sind nicht weit weg, wir müssen nur die Straße runtergehen, wir können zu Fuß gehen, alles zu Fuß erreichen. Und dort habe ich jetzt das Nötigste gekauft, was wir fürs Wochenende brauchen. Ja, unsere erste Mahlzeit, das ist hier auf dem Tisch. Alles Geschenke, die wir gestern von unseren lieben Freunden und Nachbarn bekommen haben. Es gab Pilmeni mit Linsen und Reis gefüllt, total lecker. Pirashki und so Kartoffeln und Brote, so schöne leckere, mit Kartoffeln und Kraut gefüllt. Jetzt habe ich noch einen frischen Salat eingeschnitten. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie lecker das Gemüse und Obst hier schmeckt. Viel, viel besser. Die Kinder sitzen noch auf dem Tisch, die Kleinen, weil wir noch keine Stühle haben. Wir haben nur den großen Tisch, der war jetzt hier schon im Haus drin. Und dieser Tresen hier und das Obst und Gemüse, es ist so lecker. Die Orangen sind so lecker. Ihr glaubt es gar nicht. Es ist alles ausgereift und frisch gepflückt und also richtig lecker. Ganz anderer Geschmack. Ich habe in den Salat nur Salz hinzugefügt, nichts anderes, keine Kräuter, keine Gewürze. Und der ist so lecker, der Salat. Die ganze Schüssel war voll, die Kinder haben ihn verputzt in 0, nix. Ja, wir haben jetzt auch wieder ein Geschenk gekriegt zur Begrüßung, dass wir angekommen sind von einer Nachbarin, die wir noch gar nicht kennen. Die ist so lieb und so nett gewesen, die hat uns Kuchen geschenkt. Schaut mal, so einen großen Kuchen geschenkt. Jana, schneid die mal auf. Zimtkuchen, ja. Das finde ich so lieb. Also die Leute sind so nett hier. Ja, wir kennen sie gar nicht, aber sie hat uns einfach jetzt begrüßt und willkommen geheißen. Ganz, ganz nett. Also ich bin begeistert davon, wie freundlich und wie nett die Leute hier sind. Wirklich nett. Ich war vorhin einkaufen heute Morgen, da wurde ich auch gleich erkannt von einigen. Haben mich gleich gefragt, bist du nicht Olga Zimmermann? Und dann habe ich gesagt, ja, bin ich. Und gesagt, das gibt's doch nicht, die Welt ist so klein, ja. Und so schön, wir haben uns gleich bekannt gemacht miteinander und wollen uns treffen. Und überall, wo man nicht hingeht, hört man seinen eigenen Hintergrund. Ja, entweder Deutsche oder Russlandsdeutsche. Und es ist wunderbar, man fühlt sich wie zu Hause. Und die Mentalität ist irgendwie so freundlich und herzlich und ja. Natürlich ist bestimmt nicht alles rosarot. Ja, es gibt bestimmt auch Menschen, die echt hinterhältig und fies sind und dich einfach nur ausnutzen wollen. Aber die Menschen, die wir bislang kennengelernt haben, die waren wirklich ganz, ganz liebe Leute. Und es macht Spaß. Es ist echt schön. Bislang bin ich echt froh, dass wir hier sind. Und die Ankunft war wirklich gut. Ja. Ne? Was sagst du dazu? Kannst ich habe heute kurz was von zu Hause geholt und wollte zu unseren Freunden wieder zurückgehen und zeig mal, wie er aussieht. Entschuldigung, guck mal, gleich kannst du weitersprechen. Sehr leck. Habe ich das jetzt im Film drin gehabt oder nicht? So sieht er aus. Und das riecht wunderbar, frisch gebacken, warm. Ja, und da kam ein Nachbar, oder ich wusste gar nicht, dass er unser Nachbar ist, und seine Hunde sind auf unser Grundstück gelaufen und da hat er sie zu sich geholt. Und da hat er uns gleich gefragt, erstmal sich vorgestellt, dass er unser Nachbar ist, wie er heißt und so weiter. Und hat gleich gefragt, braucht ihr Luftmatratzen, braucht ihr Bettwäsche, ich kann es euch alles geben. Also das kennt man gar nicht so. Ja, total freundliche Leute, ja. Ja, da bin ich ganz froh, dass es so freundlich ist. Roman fährt jetzt ins Geschäft gleich, oder beziehungsweise er geht zu Fuß ins Geschäft. Und mit dem Fahrrad, ja. Wir leihen uns hier ein Fahrrad aus von unseren Freunden. Und da muss er einen Kühlschrank besorgen und ein Herd. Das, was wir jetzt hier haben, ist nur eine Leihgabe von dem Vermieter oder von der Vermieterin, solange wir nichts Eigenes haben. Aber sie braucht das unbedingt selber wieder. Aber das finde ich so nett von ihr, dass sie uns das jetzt geliehen hat für die ersten Tage, bis wir was Eigenes haben. Sie hätte auch sagen können, dass es nicht ihr Problem ist, ja. Aber sie hat extra sich den Stress gemacht, hat die Sachen hierher geschleppt und hat die hier hingestellt, damit wir für die ersten Tage Elektrogeräte haben. Nicht nur die Elektrogeräte, sondern auch den Tisch und die Schränke, die ihr vielleicht gesehen habt dort. Das ist alles nicht zu dem Mietobjekt, was dazugehört, sondern das hat sie gemacht, weil sie gehört hat, dass wir mit nichts kommen. Sie kann nicht die
Ja, gleich. Und vorübergehend überhaupt was haben, bis wir uns was Neues geben. Auf jeden Fall sehr, sehr nett alle. Und dafür sind wir Gott so dankbar. Diese Freundlichkeit wollen wir natürlich auch wieder zurückgeben und ja, auch anderen helfen, so gut wir können. Ich weiß, dass einige Familien jetzt noch nachkommen. Und da wollen wir gucken, wie wir auch unseren Teil dazu beitragen können. Schmeckt's gut? Lecker. Gut, ihr Lieben. Wir sehen uns später wieder. Ja, ihr Lieben, jetzt sind schon ein paar Tage vergangen seit der letzten Aufnahme. Bei uns hat sich schon ein bisschen was verändert. Ich war heute Morgen einkaufen gewesen. Ich gehe morgens früh immer, gerade nachdem es hell wird hier. Es ist so kurz nach 5, also zwischen 5 und halb 6 wird es hier hell. Da gehe ich eine Runde raus, joggen oder walken. Ich wechsle das immer so ein bisschen ab. Und das ist so schön, perfekte Temperatur, schon so richtig warm, fühlt sich richtig an wie Urlaub. Es ist richtig schön, Olga dabei zuzugucken, wie sie sich abstrampelt, ja. Ja, das ist auch die einzige Tageszeit, wo man das machen kann. Danach wird es einfach zu warm. Ja, und dann des Öfteren kombiniere ich das mit einem Einkauf hier am Ende der Straße. Also wenn man bei uns die ganze Wohnsiedlung durchläuft, dann kommt man auf die Hauptstraße und da auf der Hauptstraße befinden sich alle Geschäfte, die man so ganz nötig braucht zum Leben. Und da kaufe ich dann morgens immer gleich ein bisschen was ein. Und dann jogge ich mit den Einkaufstüten wieder zurück, den Berg hoch. Also das ist super Sport morgens früh. Das tut mir richtig gut. Ich merke richtig, wie mein Körper, wie der Sport meinem Körper gut tut. Ja, was habe ich heute Morgen eingekauft? Ich bin schon, wann war ich da? Kurz vor 7 war ich dann da, nachdem ich meine Runde gedreht habe. Und heute habe ich so ein bisschen Kräuter, Gewürze und so weiter eingekauft. Und ich wollte euch mal zeigen, was es da alles so gibt im Geschäft. Ist leider nicht so wie in Deutschland, dass man da einfach so Kräutermischungen oder so kaufen kann. Hier gibt es auch nicht alle Kräuter in den großen Supermärkten. Vielleicht gibt es das in so kleinen Handlungen. Da muss man noch herausfinden, wo man was bekommt. Ich habe gesehen, es gibt so kleine Läden, die sich nur auf Kräuter da spezialisiert haben, Nahrungsergänzungsmittel. Da war ich allerdings noch nicht drin. Da muss ich mal schauen, ob ich da noch eventuell einiges bekomme, was es hier nicht gibt. Ja, aber was habe ich geholt? Ich habe einmal Vollkornbrot geholt. Das gibt es leider hier immer nur in der super soft Variante. Also Vollkorntoast. Und das ist auch nochmal Vollkorntoast. Also wer so schönes deutsches knuspriges Brot haben möchte, der muss das hier selber backen. Oder er findet irgendwo einen deutschen Bäcker, der das für einen backt oder verkauft. Ja, dann habe ich hier nochmal auch so Vollkornbrote oder was das ist hier, so Zöpfe, Vollkornzopfe. Davon habe ich 2 Stück nochmal genommen. Ja, und dann sind das hier die ganzen Kräuter, die ich mir geholt habe. Ich habe jetzt vorgehabt, mir selber so eine Kräutermischung zu machen, Kräutersalz zu machen und so. Und dafür habe ich mir jetzt Verschiedenes geholt. Ich muss mir allerdings noch einiges übersetzen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe es einfach genommen, weil es so aussah, dass es dem Deutschen sehr ähnlich ist. Ja, was habe ich hier drin? Ich habe mir hier diese Gläschen geholt für die Kräuter, um sie anzumischen. Verschiedene. Ja, ich habe es jetzt mal alles rausgeholt mit einer Hand, war es ein bisschen schwierig. Also das hier ist Hefe, Trockenhefe. Es gibt auch frische Hefe. Ich habe ein bisschen mehr genommen, damit ich mir ein Glas voll machen kann. Das ist Thymian. Das ist Kräuter der Provence. Das ist schon so eine Mischung. Das muss ich mir noch übersetzen. Das weiß ich noch nicht genau, was das ist. Ja, aber gekauft. Das sah gut aus, ja. Paprika, edelsüß. Nochmal Kräuter der Provence. Das ist auch eine Mischung. Weiß ich auch noch nicht genau, was das ist. Werde ich mir gleich alles übersetzen. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Was ist? Was das denkst du? Ich glaube, das sind diese Teile, was man mit Wasser diese trinkt. Mama, nimm ich meine Mathe. Nein, das ist keine Mathe. Hier, das ist Oregano. Oregano und Thymian kriegt man gut. Also besonders Oregano. Das hier ist das gleiche wie das, dieses Alba-Hacker, oder wie das auch immer heißt, muss ich mir noch übersetzen.
Das ist auch nochmal etwas, was ich übersetzen muss. Das ist auch noch eine Mischung. Da habe ich Pizza-Mischung genommen. Da sind so italienische Kräuter drin. Hefe. Und das hier noch. Das muss ich mir auch noch übersetzen. Ich vermute, dass das Petersilie ist, aber ich weiß nicht genau. Ich übersetze es mir gleich alles. Und dann mache ich mir daraus meine eigene Kräutermischung und habe dann immer was zum Kochen dabei. So, ich fülle das dann hier in diese Gläschen ab und dann habe ich, was ich brauche zum Kochen. Ja, was habe ich hier noch drin? Tomaten, Soße, ganz normal. Es gibt auch von Knorr diese Suppengewürz und Salatgewürze, die habe ich jetzt aber nicht genommen. Ja, das. Und dann habe ich hier noch so Gläser für die Gewürze und so weiter. Ein Wäschekorb und Salz. Man findet leider in dem Supermarkt nur jodiertes Salz, aber immerhin Himalaya-Salz. Aber man müsste gucken, man kann das bestimmt irgendwo bestellen, das unjodierte Himalaya-Salz. Wir haben aber auch noch einiges im Container drin, was jetzt noch kommen wird. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, einen Monat vielleicht, hoffentlich. Kann auch noch zwei dauern, bis der Container da ist und unser ganzes, unsere ganzen Sachen kommen, die wir noch von Deutschland eingepackt haben. Wir haben einiges an Salz auch eingepackt, weil ich schon wusste, dass es hier mit Himalaya-Salz ein bisschen schwierig ist. Es ist auch teuer, das Salz. Einige Lebensmittel sind teurer als in Deutschland, weil sie importiert werden. Einiges ist genauso. Und vieles kann man günstiger kaufen als in Deutschland. Also zum Beispiel Obst und Gemüse, wenn man das auf dem Markt holt, das ist viel, viel günstiger als in Deutschland. Und die Hälfte mindestens. Ja, für uns, die wir viel Obst und Gemüse essen, ist das natürlich schön. Ne? Aber dann solche Sachen wie so Nahrungsergänzungsmittel, das ist dann hier alles so ein bisschen teurer. Ne? Und Nüsse sind sehr teuer hier. Also Mandeln sind wirklich teuer. 100 Gramm Mandeln, 4 Euro. Und dementsprechend auch die Mandelmilch, 1 Liter Mandelmilch, 4 Euro. Es ist teuer, das die, so Nussmilch und so hier selber zu machen. Ich habe jetzt Sojapulver geholt und werde versuchen, Sojamilch damit selber zu machen. Ich habe jetzt Kokosmilch erstmal selber gemacht mit Kokosraspeln. Ich habe mir einen Mixer ausgeliehen von den Nachbarn. Der ist allerdings nicht stark genug, um die Kokosraspeln ordentlich zu zerkleinern, damit die Milch schön cremig wird. Ich warte auf meinen Mixer, dann wird das bestimmt besser klappen. Ja, was kann ich noch erzählen? Wir haben jetzt hier Bekannte kennengelernt, die haben ihre eigene Farm, da bauen sie Soja an. Da will ich mir jetzt versuchen, Sojabohnen zu besorgen. Und dann werde ich versuchen, die Sojamilch mit den Bohnen zu machen. Vielleicht klappt das dann auch nochmal. Ich werde vergleichen, was besser klappt, entweder mit dem Pulver oder mit den Bohnen. Ja, es ist interessant. Man lernt so eine ganz neue Küche kennen. Ganz viele neue Rezepte, neue Produkte. Man muss vieles neu lernen. Es ist vieles anders, als man es gewöhnt ist in Deutschland. Aber vieles ist auch gleich. Man kann viele Rezepte auch genauso hier wunderbar mit anderen Zutaten machen. Und das Schöne ist, das Gemüse und Obst ist alles ausgereift und es schmeckt so viel besser. Ich muss wirklich sagen, es schmeckt so viel besser. Das Essen muss kaum gewürzt werden. Also Salz allein reicht schon und man hat so ein tolles Aroma von dem Obst und Gemüse beim Kochen. Also das ist richtig lecker. Na? Was haben wir jetzt hier schon neu geholt? Wir haben einen Kühlschrank geholt. Ihr seht es vielleicht da im Hintergrund. Von LG, Roman? Ja. Warte mal, ich mache mal einen Moment die Klappe auf hier. Ein Kühlschrank von LG mit Gefrierfach oben. Ne? Erdbeeren jetzt gefroren, Soja-Patties gibt es hier auch, habe ich gekauft und habe ich eingefroren. Und ein Kühlschrank haben wir hier auch, ja. Ja, also der ist da, dann haben wir einen Gasherd geholt. Da wir mussten gestern, das alles holen. Ja, wir mussten das holen, wir hatten es nicht gehabt. Unsere Vermieterin hat es uns kurz ausgeliehen für den Übergang, aber ja, sie hat gebeten, für ein, zwei Wochen. Ja, dass wir uns schnell eigene Sachen besorgen. Ne? Ja, und den Gasofen, den finde ich richtig klasse. Ich habe anfangs ein bisschen Sorge gehabt, ob ich das hinkriege, aber der ist richtig gut. Habe auch gestern schon Kuchen damit gebacken, heute möchte ich Brot damit backen. Also ist eine neue Sache für mich, auch eine neue Erfahrung, aber klappt ganz gut. Dann haben wir uns diesen Tisch mit den Stühlen geholt. Von der Tischlerei. Von der Tischlerei, ja.
Hier gibt es leider nicht so viel Auswahl. Ne? Man muss das nehmen, was es gibt. Wenn man jetzt was ganz Besonderes, Exklusives haben möchte aus Glas oder so, dann bezahlt man hier einen Haufen Geld und das war es uns jetzt erstmal nicht wert. Also, ja? Das ist ja hier so, dass man, ich sage mal, viel bessere Qualität kriegt als in Deutschland, bin ich der Meinung. Weil man direkt vom Tischler bekommt. Sehr viele Tischlereien und die machen Tische mit einer Stärke von dieser Dicke ungefähr und sieht alles sehr aus, natürlich aus und was man eigentlich in Deutschland nicht so bekommt. Ja. Mhm. Ist nicht so alles hier IKEA-Style in Paraguay, gibt es auch, aber sehr, sehr billige Qualität. Man merkt das hier in der Küche. Ja. Man kann das mal zeigen. Ja, beim Waschbecken zum Beispiel, dieser Schrank ist echt günstig. Das ist in dieser Qualität hier, das sind so dünne Platten. Das biegt sich alles und oder man holt alles vom Tischler. Ja. Diese zwei Sachen gibt es, ja. Ja, aber dann bezahlt man natürlich auch ein bisschen was, ne? Aber gut, wir machen es jetzt nach und nach, eins nach dem anderen. Und wir haben Matratzen geholt jetzt gestern, haben für uns eine große Matratze geholt. Was haben wir für unsere bezahlt? Also für Matratze plus Gestell um die 200 Euro. Ja, mit Gestell 200 Euro. Für die Kinder haben wir jeweils eine Matratze für 50 Euro umgerechnet geholt. Und ja, da werden wir aber jetzt noch von der Tisch, ja, Betten hat Roman Holz bestellt und die wollen sie selber bauen. Das kommt jetzt auch noch demnächst, dass die Kinder auch Bettgestelle haben. Und also was heißt selber bauen? Die sind schon fertig zugeschnitten, ja, ihr müsst sie geschliffen, zusammenbauen. Alles und wir müssen das nur noch zusammenbauen oder festschrauben. Ja. Oder ja, das würden sie die Woche jetzt auch noch machen. Dann haben die Kinder auch vernünftige Betten. Ja, und ich denke, das wird es auch erstmal jetzt sein, was wir in diesem Haus jetzt noch besorgen werden. Wir wollen ja demnächst auch Land also beziehen und dort bauen. Und in dem neuen Haus dort soll dann auch schon Möbel hineinkommen. Ich will jetzt nicht zu viel hier ausstellen, das dann alles wieder abbauen und umschleppen nach Herdmannsson. Wieder so ein riesen Umzug, denn das möchten wir eigentlich nicht. Und wir werden es jetzt übergangsweise erstmal dabei belassen. Ne? Betten, Tisch und Stühle und das reicht auch. Ja. Die Häuser, die hier von den Deutschen gebaut werden oder von den deutschen Firmen, die sind genau auf dem gleichen Standard gebaut wie in Deutschland. Also hier bauen die Auswanderer aus Deutschland genauso eine Stadtvilla oder riesen Bungalows. Ja, aber das ist alles so eine Sache von dem, was man investieren möchte. Ne? Man kann ganz günstig bauen, man kann aber auch teuer bauen, je nachdem, was für Möglichkeiten man hat. Ja gut, ihr Lieben, so viel zu diesem Video jetzt. Ich denke, es war schon lang genug. Es folgen weitere, ich werde so gut es geht erzählen. Wir haben schon ganz tolle Bekanntschaften hier geknüpft. Hier direkt in der Nachbarschaft wohnen ganz liebe Leute, die wir jetzt auch durch YouTube kennengelernt haben, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, es gibt's doch nicht, wir wohnen genau nebeneinander. Und ja, wir haben uns kennengelernt und haben uns gleich von Anhieb super verstanden. Und auch die Nachbarn hier drumherum, wir sind schon voll integriert. Also wir haben ganz viele Freunde schon gefunden und sind richtig dankbar dafür. Also wir sind glücklich, hier zu sein und es gefällt uns richtig gut. Gut, dann bis zum nächsten Video und Dankeschön fürs Zugucken.